So, Freunde, jetzt warten wir schnell auf Michi, bis der kommt. Und dann geht's ab. Das erste Mal suchen für dieses Jahr. Weil alles, was ihr bis jetzt gesehen habt, war noch vom Vorjahr. Und heute geht's endlich mal wieder raus. Und das Ganze mit dem Vanquish 45. Ich bin echt gespannt, was da so geht. Jetzt müssen wir erstmal durch die Einstellungen wurschteln. Viel Spaß jetzt erstmal beim Intro. Meist der Knopf schön. Mein Gott, ist der Knopf schön aus. Oh, das ist ein tolles Hobby. Mm. Michi ist jetzt da und dann schauen wir uns heute mal die neue Wiese an. Ja, Michi unterwegs mit Q20, Standard Blade Spule und ich mit der Nummer 45 Vanquish. Ob ich da durchsteige, weiß ich noch nicht. Sehen wir uns beim ersten Treffer. Viel Spaß, ihr Lieben. Und wer es noch nicht getan hat, Abo gerne anklicken. Warte. Ja. So, kommen wir vielleicht mal ganz kurz zu den Einstellungen. Was habe ich denn heute gemacht? Schmuckmodus, das ist wohl der Allrounder. In den ganzen Modi, dann langes draufdrücken auf die Hufeisentaste, weil wenn du kurz draufdrückst, hast du den All Metal, um zu gucken, ob da Eisenanteil mit bei ist. Ansonsten, wenn der kleine Nagel blinkt, lange draufdrücken. Kein Nagel, lange drauf ist der Nagel, das ist der Eisenton dieses Iron Bias ist es. Sense, zwei Striche unter volle Pulle. Das war's. Genau. Gib ihm. So, erster Treffer. 15, 16. Ich habe keine Ahnung. Lass mal pudeln. Da brauchst du einen Hammer. Was bist du? Es grünt mich an, Michi. Aber was es mal war, weiß ich erst, wenn es sauber ist. Da sind wir wieder beim ominösen Kupferteil. Ja, in Hüls le Patron kam mit 14, 15 rein. Ja, ich sage, er muss erstmal warm werden hier mit dem Ding. So, next signal. 17, 19. Noch sehe ich keinen Rost. Aha, wieder ein Stückchen Patrone. Sag mal. Oder na geärgert da, oder na geärgert. Ich weiß es ja nicht. Gut. Abgefahren, Freunde. Mit 13 klingelte die Kasse. Und jetzt, da ist der Abdruck, mein Dichet, ist die Wiese offen. An so ein schöner Rentenpfennig in der Version 1.0. Null, Meistergrün. Der ist so grün. Das habe ich so vermisst, Leute. Wisst ihr das?
ich habe euch vermisst. Ich habe das Tunneln vermisst. Jetzt geht's wieder berg. Auf. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt habe ich dem Michi mal den Vanquish in die Hand gedrückt. Gucken wir mal, ob der Quest-User, wir sind dabei der Quest-User, ob wir beide damit klarkommen. Ja. Joa. Handling erst. 1A. 1A? Also vielleicht. Prima. Fand ich jetzt auch, ja. Tja, mal. Jetzt gehen wir mal ein bisschen mit Michi mit. Relativ leer, gell, die Wiese. Also, sobald es klingelt, machen wir wieder an. So, Michi, jetzt, oder? Moment. Lass dir über die Schulter spicken. Mhm. Relativ tief? Ja. Relativ tief. Ja, dann gucken wir doch mal nach. Ach so. Spaten liegt wieder jenseits von Gut und Böse. Habe ich auch wieder nicht mitgedacht. Aber... genau, mein Stativ. Das kann man mir ergeben. Ja, nimm doch meine, Michi. Wo ist der Spaten? Ja, ich halte ihn in der Hand. Ja, klar. Meine Fresse. Ich übergebe das Board an den Michi. Bitteschön. Ein perfektes Loch, ne? Viereckig. So wird es gemacht, ne? Ist noch drin. Hm? Dürfer. Dürfer? C-Fix. Doppel-C. Schön spulen mit der Kamera. Na, live dabei. Go digging! Wahnsinn! Das mit der Eisentrommel. Siehst du, wir hätten das mit der Eisentaste ausprobieren können. Ah, oder ist auf die Tiefe einfach Folie. Okay. Ja, gut. Dann wissen wir, das ist auch. Aber die Belohnung ist, ist Gold, ne? Ja. Zumindest ist es Gold. Golden Farben. Scheißdreck. Mhm. Gut geguckt. Achso, jetzt brauchst du jetzt warten. Hätten wir ein Medium was sehen schnell. Da ist ein Malüberflügel. Malüberflügel. Ja. Hast du? Patrone, ne? 17, ja. 18. Ja. Mhm. Ja, gut. 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 17, 18. Die dritte. Die hat den Burner drauf. Drei. Das hört sich gut an. Das schauen wir uns an. Liegt weit oben. Liegt spannend. Ja. Irgendwo klingelt es unten. Gibt's ja gar nicht. Da gibt's ja gar nicht. Lass mal gucken. Tatsache, ne? Ich glaube, wir pointen den jetzt nochmal mit dem Großen. Hm? Ah, voll daneben gestochen. Verdammt. Ah, da. Ah. Ja, okay, jetzt bin ich gespannt. Komm schon, Münze. Euro, hä? Hm? Mit drei. Oder Euro oder Ohrring? Irgendwas Cooles. Muss jetzt was Cooles sein.
Oh, gut. Oh Gott, nein! Nein, Michi! Das ist auch Mist, oder? Nein. Ja, okay, gut. Man kann es ja nicht wissen. Wenn du nicht gräbst, weißt du das heute nicht, gell? Aber ihr hättet es jetzt auch gegraben, weil er zeigt ja eigentlich O-Ring an. Oder? Ja. Ja? Komisch. Gutes Alu. Mist. Das kann jetzt interessant werden. 20, 21, 18, Eisenton an. Oh, jetzt ist es nicht mehr cool. Okay, erst Eisenton immer anmachen, um zu gucken. Ich will es trotzdem wissen. Okay, wird gemerkt. Also, immer erst den Eisenton anmachen. Ne? Wann gräbst du auch sowas nicht? Also, vermutlich, ich weiß es ja nicht. So, Leihwert 9,10. Hier drin. Da ist er nicht dreckig. Nicht dreckig. Jetzt pass auf. Leitwert 9,10 ist. Oh! Ein Radle Sonnenknöpf. Mega! Der ist auch mal ein Relikt, ne? Schiggy! So, Treffer, warte. Einmal hier. 220, 420 und Michi checkt es jetzt auch gleich mal. Gar nichts. Für dir wundert mich nicht. Er mag das gar nicht, ja? Nein. Gucken wir uns an. Bis gleich. Oh, es grünt mich an. Aber es war. Hab ich's gesagt? Mann! Dann gab es auch noch. Okay, aber die Leitwerte sind prima. 26. Gut. So, Spannung 13. Michi 55. 13, 14. Vorhin war es Münze. Das kann jetzt auch noch eine Münze sein. Achtung. Es kann nichts anderes mehr sein. Das machen wir zusammen. Ich sehe nämlich noch nichts. Fund kommt. Nö. Nö. Oh, ich hab's wieder verschrien. Nein. Oh, schau, besser als Münze. Rund. Ringding. Geil. Hä? Der super dingelt. Mach mal sauber. Ringding. Cool. Ja, da war wohl mal oben was drinnen. Läuft der Hase. So, der Michi hat jetzt auch mal wieder einen Treffer. Den gucken wir uns jetzt an. Was spricht denn? Um die 70 bis 80. Ja? Ah, mal gucken. Ja, da war ich schon. Ja? Aber es gab, war rund. War rund? Irgendwas recht rund. So ein schönes Loch, das ist der Wahnsinn. Ne? Erste Münze. Ja, Blatt. Alter, Zinker, ja. Oder ja. Könnte es ein Heiliger sein? Doch, na, ist er Zinker. Ja. Cool, ja, immerhin. Münze, Tomato Uno. Sehr schön. Oh, eine Achtung, Maulwurf war fleißig. Ja, 14, 15. Kein Eisenton, Achtung, hier drauf drücken einmal, dann oben Eisenabgleich. Macht nicht müd. Ja, mein Freund da rein, oder? Das gucken wir uns an. Das gucken wir uns doch an! Nicht Eisen, hat er gesagt. Nicht Eisen, hat er gesagt. Gutes Eisen, ja, das ist gutes Eisen. Mist. Da kam sie, die 14-15. Ich hab's noch nicht ausgepackt. Laut Vanquish kein Eisenton. Sieht gut aus. Ja, ich glaube, das sieht gut aus.
Nicht, ich will es nicht kaputt machen. Ja? Ah. Alter. Oh, vorsichtig. Das sieht nach... Könnte eine Schnalle sein. Ist eine. Zwar kaputt. Hey, aber Schnalle. Und hier ist sogar noch... Hier, nee, das ist Pflanzenrest. Hier ist eine Wurzel drum gewachsen. So schaut's aus. Okay. 100 Punkte. Sehr gut. Ah, Relikt. Check. So, Freunde. Jetzt habe ich mal was ausprobiert. Jetzt habe ich in den Coin-Modus gewechselt. Der diskriminiert alles bis 10 raus. Ich habe jetzt noch 0 mit rein und dann bis oben alles hoch. Und hier wieder Eisennagel, also Iron Beers an. Und wieder zum Kontrollieren vom Objekt, ob Eisen drin ist. Einmal draufdrücken und dann wieder weg. Und wenn es dann nicht Eisenton von sich gibt, soll es eigentlich was Cooles sein. Mal gucken. Er klingelt jetzt mit 19 und darf natürlich auf keinem Sondelgang fehlen. Na? Spiel mir das Lied vom Acker. So, Freunde, vielleicht auch noch wichtig, koppeln der Kopfhörer. Bluetooth an, Bluetooth gedrückt halten, bis Ton kommt. Jetzt ist er im Suchmodus. MineLab-Kopfhörer schnappen, lange den An-Knopf drücken. Lange, immer noch halten, bis das Bluetooth-Symbol beim Detektor aufhört zu blinken. Jetzt ist das Plus da. Ja, und jetzt kommt der Sound hier raus. Ja, das hat ein bisschen gedauert, bis ich das gecheckt habe, aber jetzt läuft der Hase. Meine, Michi ist frustriert. Ja. Ich auch. Das haben wir gerade gerückt, weil die Kids vom Landwirt, vom Nachbarlandwirt, wollten mitlaufen. Und dann haben wir die Fläche dazu bekommen und die Fläche hat sich leider als Aluminiumfalle ertappt. Mal gucken. Wir machen jetzt nochmal ein bisschen weiter. Oder? Hast du noch Bock? Ja, gerne. Ich hätte Bock, das machen wir. Boah, das hat jetzt aber gedauert. Klang jetzt mit 13 hat er schön gescheppert. Steht nichts drauf. Super dünn. Wird wohl trotzdem am Münzsalz sein. Gut. Was wir heute noch gar nicht gemacht haben, getrunken zusammen. Das machen wir jetzt schnell. Einfach weil es schon viel spät ist, aber ein Durst. Das gehört noch gemacht. In diesem Sinne, immer schön trinken, liebe Freunde. Angenehme 7 Grad. Jetzt hoffen wir mal, dass noch was kommt. Schauen wir mal. Däumchen drücken. Drücken, gerne auch das Abo. Danke. Da vorne. Jetzt habe ich 3x 21 gegraben. Das war 3x Flaschendeckel. Jetzt habe ich das 4. Mal gegraben. Gibt's gar nicht, oder? Der verarscht mich doch. Einmal Heiliger in Aluminium. Machen wir sauber. Machen wir ein Foto. Schick. Halleluja. Klappt immer wieder. Schick. So. Wunderbar. Kam jetzt mit 28. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es ist auf jeden Fall rund. Münze. Gucken wir mal, ob wir da noch was drauf erkennen können. Sehr schön. Also, der kann, der Knabe. Der ist... Ja, ja, der kam jetzt mit 12. Aber Conti, das war einmal angehoben. Und da ist er. Lecco mio, wie geil ist das bitte? Mit Öse. Und Sushi. Und ich habe ihn nicht angedengelt. Abgefahren. Das ist so gut. Meist der Knopf schön. Mein Gott, ist der Knopf schön. Oh, ist das tolles Hobby. Mm. So, Michi hat wieder einen coolen Fund gemacht. Es befüllt sich. Ach, schau. Hm? Geil. Na, cool. Sehr schön. Sehr schön. Letzter für heute. Und dann mengen wir nimmer. Jetzt könnt ihr mir beim Schinden zugucken. Eine 14 war das. Eine 14. Okay, und damit ist das Kapitel heute beendet. Eine 14. Nicht drum gedoppelt. Alle zusammen. Aluminality. So, aus die Maus, liebe Freunde. Ja, das war die neue Folge 221.
mit mir und dem Michi. Also nach langen 2 Monaten nicht mehr laufen. Ja. Endlich mal, heute aber Vollgas, 6,5 Stunden. Das Ding hat immer noch 2 Striche Akku abgefahren. Ich bin super, mega zufrieden mit dem Vanquish. Super coole Kiste, findest eine Menge Zeug. Fotos dann am Bei. Aber die Leitwerte, da musst du dich echt mal umstellen. So als Quest-User ist das schon, oder? Das ist anders, ja. Das ist was ganz anderes. Die Töne, die Leitwerte generell. Abgefahren. Jo, wir sehen uns in der nächsten Folge, Trailer-Dinger. Macht es gut und bis demnächst. Ciao.